Hallihallo, herzlich willkommen in Baldus Welt. Heute wieder in unserer kleinen Stadt unterwegs. Ich habe mich erholt von gestern, würde ich sagen. Und ich habe hier eben schon eine bestimmte Stunde rumgebastelt. Ich weiß nicht genau, ob die Grafikqualität jetzt besser ist. Ich hatte kurzzeitig das Gefühl, dann wieder doch nicht. Aber ich glaube, es hat sich verändert und ist ein bisschen besser. Das können wir heute mal ein bisschen austesten. So, ich bin hier schon inmitten der Stadt. Und ich habe gerade etwas herausgefunden, und zwar sollte man die Bushaltestellen kontrollieren im Nachhinein. Weil, man sieht jetzt hier, hier ist eine Bushaltestelle im Grunde genommen. Und ich hatte die ja von oben, man setzt die ja von relativ weit oben, weil man denkt, ja, da ungefähr soll eine hin. Jetzt ist die Bushaltestelle hier vorne. Hier ist aber eigentlich der Bereich, wo der Bus hält. Man muss die also nochmal nachplatzieren. Und das machen wir mal kurz. Ich habe schon an einer anderen Station gemacht. Wir werden es jetzt auch nicht überall machen. Das geht eigentlich relativ leicht. Man macht hier eine neue Bushaltestelle hin, wo man gerade denkt. Das ist auch eigentlich ganz toll. Bilde ich mir ein, habe ich noch nicht ausprobiert. Man könnte jetzt natürlich mehrere Busse auch hier halten lassen. Mehrere verschiedene. Komischerweise... Ja doch, hier hinten geht es auch wieder. Hier hat es irgendwo ein Problem wegen irgendeinem Gehweg oder so. So, jetzt haben wir da die neue Bushaltestelle und können jetzt auf Linie gehen und können die hier ranstöpseln. Plopp. So, dann können wir die andere abreißen. Muss sie nur treffen und jetzt gucken wir mal, was der Bus da hinten macht, weil die so blöd gelegen ist. Die ist ja auf dem Zebrastreifen da hinten. So, also hier muss man vieles nachjustieren, eventuell perfektionieren. Und das Lustige ist, die Leute, die laufen auch gleich los hier zu der Bushaltestelle. Naja gut, hier haben jetzt nicht viele gewartet. Die meisten stehen hier, glaube ich, an der Ampel rum. So, jetzt steht die hier rum. Und ich habe schon eben noch eine andere Stelle gefunden, wo das so war, weil ich habe die ja alle von ganz weit oben gesetzt, die Bushaltestellen. Man sollte also noch mal gucken, wo man sie genau hingesetzt hat. Genau, weil diese Haltestellen-Ecken werden dann natürlich so generiert oder so gesetzt, wie es gerade die Straße hergibt. Ich würde sagen, jetzt sieht sie eigentlich ganz gut aus. Ich denke nicht, dass es irgendwelche großartigen Nachteile hat, außer dass es blöd aussieht. Ne? Der Bus macht da, keine Ahnung, dreht sich dreimal im Kreis, wird aber wahrscheinlich auch so funktionieren. Also das habe ich gerade rausgefunden, weil ich ja jetzt nicht so oft in die Stadt reinzoome. Ich habe heute mal ohne Hell- und Dunkelheit angefangen. Können wir eigentlich auch mal. Und man sieht schon, die Sonne strahlt, es ist März. Wir dürfen uns nicht zu früh freuen. Ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwas umgestellt hätte. Es wird wieder duster und dunkel nachher. Mal gucken, ob ich das heute überstehe. Gestern war ich wirklich fix und fertig am Ende. Wir schauen uns mal an, was wir gestern alles Schönes geschafft haben. Und ich zeige mal erstmal hier drüben. Ich habe gerade eben noch die Straße nochmal angelegt, wo gestern ständig abgestürzt ist. 3-4 Mal oder so. Habe ich die heute nochmal in Ruhe neu gebaut. Ich habe erstmal die Bushaltestelle versetzt in aller Ruhe. Und danach die Straßen abgerissen. Jetzt steht hier schon eine Schule. Die können wir ruhig voll upgraden. Wir müssen ja nicht gleich alle drei bauen. Ich hatte hier gestern ganz wild alle drei Schulen gleich hingesetzt. Hier bauen wir drei Schulen hin. Jetzt passen die auch so hintereinander. Da können jetzt dazwischen noch Gehwege durch. Und hier ist auch so eine kleine Bushaltestelle. Die habe ich gerade wieder im Nachhinein gesetzt. Da will aber überhaupt keiner hin. Ich habe auch gerade noch ein paar Busse da zusätzlich engagiert, dass die hier rumfahren. So, schauen wir uns mal das ganze Elend an. Nein, Quatsch, unsere wunderschöne Stadt. Ich habe ein paar Pläne gemacht. Also erstmal, auch der Titel verrät ja schon, Perfektion der Stadt. Wir wollen sie im Grunde genommen jetzt perfektionieren. Ich bin erstmal für den Anfang absolut zufrieden. Wir wollen auf die nächste Map. Ich habe mir auch überlegt, wahrscheinlich werde ich auch nochmal so eine kleine Map nehmen. Ne? Es gibt auch größere. Aber die größeren, die lassen wir vielleicht noch warten, bis das Spiel ein bisschen perfektioniert wurde. Und dann schnappen wir uns die nächste kleine. Es dauert aber noch ein bisschen. Also ich denke nicht, dass wir heute fertig werden. Wir werden uns aber alle Mühe geben, jetzt im Grunde genommen alle leeren Flächen hier noch
voll zu pflanzen, alles ein bisschen schön zu gestalten. Zum Beispiel gehen mir hier die Hochhäuser zu weit nach vorne und hier sind viermal dieselben hintereinander. Ich denke, das werden wir jetzt hier so umgestalten und hier sollen die Häuser so langsam abnehmen. Dann habe ich auch überlegt, dass wir hier wahrscheinlich noch Häuser davor bauen. Dann wird hier so das Stadtzentrum sein in der Mitte. Hier drüben haben wir noch ein bisschen Platz für kleine Häuserchen. Wir werden Bäume pflanzen heute, damit die schon mal vor sich hin wachsen. So, gestern haben wir wunderbar dieses Feld hier angelegt. Und damit bin ich sehr zufrieden. Die Hühner reichen aber noch nicht. Es sind noch nicht genug Hühner. Wir müssen noch mehr Felder anlegen. Und das sieht von hier drüben sieht's ganz nett aus. Von da vorne aber nicht. Vielleicht fangen wir gleich mal damit an, dass wir hier noch ein paar Bäume pflanzen. Wir gehen mal hier raus. Zack, ab auf die Schaufel. Ich gewöhne mich langsam an die ganzen Dinge. Schnappen wir uns mal hier die Birke. Ich habe schon überlegt, die Reihen sind ein bisschen krumm. Vielleicht können wir das ein bisschen auflockern. Naja, die können hier nicht so nah an die Seite, weil da der Zaun ist. Sauerei. Aber wir werden hier und da noch eine Birke hinpflanzen. Also ich kann es nicht sagen, ob es sich verbessert hat. Ne? Ich wollte jetzt schon wieder sagen, die Bäume sehen ja viel besser aus als gestern, aber die Sonne scheint halt auch. Ne? Das ist halt, das sind wir gar nicht gewöhnt. Plötzlich sieht das Spiel doch irgendwie einladend aus. Ich weiß nicht, ob die Birken das hier hinkriegen, meine schiefen Reihen auszugleichen. So, und in die Mitte müssen wir auch noch irgendwas pflanzen. Ne? Wir tun so, als wären hier wilde Birken an den wilde Birken so an den Seiten gewachsen und wir hätten gesagt, naja, dann bleiben sie halt da stehen zwischen unseren Apfelbäumchen. So, wir werden aber heute vor allem mit dem Super Tool ganz viele Bäume pflanzen. Im Gegensatz zum ersten Teil geht es ja hier super geil ohne Mods. Ohne viel Rumgemotze. Werden wir das heute hinkriegen. So, wir haben sich sogar die Birken hier ein bisschen nach vorne gemogelt. Was können wir denn in die Mitte noch pflanzen? Da hört es bei meiner Kreativität schon wieder auf. Wir können mal gucken, wo ich ja gestern gesagt habe, das ist irgendwie noch nicht so ganz richtig im Spiel eingefügt. Und zwar, wir können ja mal den großen Pinsel nehmen, da ist er, riesengroß. Dann machen wir die Pinselgröße so klein wie es geht. Die ist winzig. Man sieht jetzt aber, ne, der Busch, der wird jetzt neben dem Pinsel gepflanzt. Also ich habe schon ein bisschen Schiss, hier wird jetzt gleich alles voll gepflanzt. Hier gehen wir auch mal runter. Vielleicht auf 15 und dann mal los. Ja, ne? Nee, aber es ist relativ eng. Also doch, wenn man die kleinste Größe nimmt, geht es eigentlich. Aber hier, ne, da hat es einen darüber verzwirbelt oder hier ist jetzt einer mittendrin gelandet. Also so richtig feinfühlig geht das nicht. Ne? Ich klicke jetzt einmal kurz drauf. Mit einem Klick kommen diese ganzen Dinger. Man muss also sehr, sehr vorsichtig diese Dinger pflanzen. Und wir haben ja ausgetestet, dass die eigentlich nicht auf solchen Strukturen hier gepflanzt werden. Na, dann füllen wir hier mal die Lücke mit so ein paar Sträuchern. Wir können auch mal ganz kurz gucken, wenn ich Dauer klicke. Ne, wenn man Dauer klickt, naja, es geht wirklich. Ich dachte jetzt, es ist noch schlimmer. Und die werden jetzt alle hier in dem Bereich gepflanzt. Was ja eigentlich jetzt auch ein bisschen sein muss. Die sind jetzt hier nur in der Mitte. Kann ich genau sagen, ob das jetzt gut ist, was ich mache. Aber diese beiden Pflänzchen passen ja schon mal super. Haben wir die eigentlich schon? Den haben wir, glaube ich, auch, ne? Genau, diese drei Pflänzchen passen sehr schön. So, jetzt passen aber keine Bäume mehr rein. Und wir können es mal probieren. Oh, doch. Ein paar passen noch. Es
ja ein Ding. Na gut. Das könnte jetzt schon das ultimative Beet werden. Müssen wir die Pflanzen mal wachsen lassen, aber ich glaube, die Bäume werden gar nicht so viel größer. Wir haben also heute auch vor, ganz viel in Highspeed zu spielen. Ich möchte noch ein, zwei Häuser freischalten, bevor wir hier aufhören. Also das muss schon richtig anständig aussehen. Schauen wir mal weiter. Was haben wir gestern noch gemacht? Wir haben uns sehr viel um hier hinten gekümmert. Am Ende des Streams war ich vollkommen verstummt und habe hier vor mich hingebastelt. Es war eine Riesenarbeit. Man darf die Berge teilweise nicht so hoch werden lassen. Hier solche Spitzen, ne? Die verändern sich dann immer. Jetzt geht's aber. Also wenn man sie so ein bisschen abflacht, geht es. Mit der Optik, wir gucken uns mal an. Die Bäume dürften noch nicht ausgewachsen sein. Nö, die sind noch relativ klein. Also auch das, da verschätzt man sich total. Kann ich euch mal das andere Gebiet zeigen. Also den Berg wollen wir heute fertig machen. Das heißt, hier hinten schütten wir noch an. Da hinten kommen keine Sachen hin, denke ich mal. Wir haben hier vorne unseren super Kreisverkehr, den müssen wir auch noch verzieren. Hier geben wir uns vielleicht mal richtig Mühe. Das ist der ultimative super Kreisverkehr. Vielleicht, es gibt noch eine Villa, die wir, glaube ich, freischalten können. Die könnte dann vielleicht hier hin. Ja, ich hoffe, das Haus gradet mal ab. Problem ist, dass hier wahrscheinlich die Feuerwehr ganz schlecht hinkommt. Und hier bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Wir werden auch hier unten noch Häuser hinpflanzen. Hier sehen wir die typischen Probleme. Die Häuser sind ja sehr frisch gepflanzt. Wir haben gestern überhaupt eine ganze Menge gemacht. Und ich würde sagen, die Dinger sind nicht weniger geworden. Trotz meiner ganzen Arbeit gestern. Aber wir lassen es erstmal. Mir fällt die Lösung nicht ein. Ich gehe wirklich davon aus, dass es ein Bug ist. Das werden wir natürlich im Laufe der Zeit noch rausfinden. Mal sehen. Aber in dieser Stadt müssen wir einfach damit leben, würde ich sagen. So, alles voll mit Schulen und alles voll mit Häuserchen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben hier drüben noch Sachen angelegt. Wir wollen auch heute den Zug vielleicht aber erst am Ende anschließen. Und da habe ich auch schon mir ein paar Gedanken gemacht. Es ist halt so, gestern bin ich ja zu dem Punkt gekommen, das ist einfach zu crazy, wie viel das hier regnet. Wir müssen zu einer anderen Map dann kommen. Und deswegen machen wir das nicht mehr so extrem, dass wir hier alles anbauen und keine Ahnung, unendlich weitermachen. Ich hatte ja geguckt, auf welchen Inseln noch Rohstoffe sind. Vielleicht zapfen wir da noch ein bisschen was an, aber auch nicht mehr so extrem. So, hier haben wir gestern Bäume gepflanzt. Und die sind auch noch nicht ausgewachsen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich kann euch das mal kurz hier vorne zeigen. Da habe ich ja ganz kleine Bäumchen gepflanzt und man unterschätzt es auf jeden Fall. Gestern haben wir hier noch den Weg gesehen und so. Hier führt ein Weg lang. Und heute sind die alle ausgewachsen und alles ist voll gepflanzt. Ja, wir müssten eigentlich mit was Unangenehmem anfangen. Ich kann ja auch das nochmal zeigen. Hier ist immer noch diese Autobahn mit ihrer verrückten Verkehrsführung. Es ist nicht mehr so schlimm wie gestern, aber hier, Motorrad will umdrehen, alle halten sie an. Man sieht jetzt auch, hier kann man 100 fahren, hier kann man 120 fahren. Ist aber trotzdem kein Grund, warum der kleine Smart jetzt hier umdrehen muss. Ne, und teilweise halten die auch an. Naja, er hält echt an wegen dem Motorrad, was noch hier auf der anderen Seite war. Also absolute Katastrophe. Na nu, da fährt ein Bus weg. Schweinerei. So, damit fangen wir doch mal an. Das war vielleicht erstmal gucken, wo führt die Autobahn eigentlich hin und wollen wir das gleich bis nach hier hinten verändern. Was halten wir von der Insel da hinten und was halten wir von der Insel? Überflutet bloß nicht unser Gebiet hier. Sonst werde ich sauer. Aber das ist crazy, ne? Da ist sogar ein bisschen Wasser hier oben drauf, ein kleiner Schluck.
ist hier hinten passiert? Insel ist weg. Sehr gut. Und alle leben noch. Sehr gut. Und dann können wir uns in der Zwischenzeit mal angucken, was ich jetzt hier gemacht habe. Die Schiffe fahren noch sehr gut. Wir haben jetzt eine richtig ordentliche Brücke nach da hinten. Wir gehen mal in den Kameramodus und ich mache mal ein kleines Päuschen. Dann überlege ich mal, wie es jetzt weitergeht. Ob sie das noch irgendwie verbessern, dass man auf der Autobahn auch einfach so ein paar Pfeile verlegen kann. Die linke Spur, also das müssen die Finnen einfach mal lernen. Die linke Spur ist zum Geradeausfahren. Das macht schon irgendwie Sinn. Also hier bei dem Spiel sieht man gut, warum bei uns die Straßen so sind, wie sie sind. So, und jetzt ist es wesentlich geschmeidiger, bilde ich mir zumindest ein. Wir machen mal Play. Davor haben die sich hier ganz komisch eingeordnet. Genau, das hatten wir eigentlich schon mal gemacht. Das hier ist nicht so schön. Das könnten wir nochmal verbessern auf Dauer. Also solange das hier die Probleme sind, bin ich eigentlich happy, ne? Das ist besser, als wenn da wirklich ein Stau ist, den man nicht hinkriegt. So, hier werden wir auch mal ganz kurz vorspulen. Gebt Gas. Okay. Das sieht verrückt aus, funktioniert aber jetzt wieder. Sehr schön. Also diese Ecke, so eine Kleinigkeiten müsste ich eigentlich noch verbessern, dass das auch schön aussieht. Können wir hier nochmal ganz kurz gucken. Ja, erstmal verhalten sie sich wieder anständig. Okay. So, ich würde sagen, wir genießen das Spiel mal. Wir müssen unbedingt öfter auch mal reinzoomen. Wo zoomen wir denn jetzt mal rein? Ich habe auch gesehen, inzwischen gibt es auch Leute, die so in den Parks unterwegs sind und so. Ja, guckt mal, wenn die Bäume hier bei diesem Schulgebäude groß sind, sieht das ganz anders aus. Wir können ja mal kurz auf die Jagd gehen nach Leuten im Park. Hier sitzen auch welche. Da auf der Bank. Also die Sorge war so ein bisschen unberechtigt der Leute. Hier sind welche. Da kommt gleich die nächste. Also das ist schon ziemlich crazy. Ich kann schon verstehen, warum sie es jetzt unbedingt auch veröffentlichen wollten. Ich meine, Leute wie ich, du und ich, wir sitzen jetzt da und zocken das auch gerne. Solange mein PC davon nicht kaputt geht, ist eigentlich alles in Ordnung. Oder wollen sie ein Ghetto draus machen? Wir gucken nochmal nach. Wollt ihr hier etwa ein Ghetto machen? Nur weil da ein hohes Haus steht? Nö. Wir müssen Hip-Hop-Verbot verordnen. Das
sie nicht auf Gedanken kommen. Hier könnte man noch eine kleine Straße lang ziehen, nach hier drüben. Okay, weiter geht's. Was sagen die Bäume? Sind sie schon gewachsen? Boah, guck mal, wie dicht der Wald da oben wird. Das sieht ja auch toll aus, wenn man das so trennt voneinander, ne? Hier sind jetzt Birken. Daneben ist ein Fichtenwald, also das sieht ja mal richtig cool aus. Wir schalten mal kurz um. Wie so eine kleine Modelllandschaft, ne? Geht nur noch die Eisenbahn, die durchfährt, aber die ist halt noch nicht da. Die fährt nur im Hintergrund. Da könnte man jetzt noch überlegen, ich habe es jetzt so gebaut, dass sie theoretisch hier oben rüberfährt, ne? Und man sie so sehen könnte. Gar nicht so schlecht. Könnten wir auch ab und zu mal so hier rumgucken. Ich würde sagen, eine richtig gute Idee. So, was machen unsere Reichsten aller Reichen? Die fahren hier im Kreis. Also so schöne Villen sind es jetzt nicht, ne? Aber es fehlen halt auch die Pflanzen. So, das hier wollte ich mal verändern. Also ich glaube, hier lassen wir nur eins von diesen Dingern stehen. Aber andererseits, ich wollte es auch upgraden lassen, dass man dann später vielleicht sich entscheiden kann, welches von beiden man da behalten möchte. So, was sagt unsere neue lustige Siedlung? Also das gefällt mir richtig, weil wir hier gerade gucken, was man hier noch so bauen kann. Und hier haben sie zum Beispiel jetzt andere Eckhäuser gebaut. Als die hier. Ja, weil die breiter sind. Das sind im Grunde genommen jetzt nochmal die Häuser, aber ohne das hier. Das bedeutet, die ergeben jetzt so eine richtig geschlossene Dingsbums, geschlossene Anstalt. Wollen wir uns das doch mal reinziehen? Die Gewerbenachfrage soll jetzt endlich mal runtergehen. Das hier überhaupt ein Eckhaus? Keine Ahnung. So, und bei denen wird es auch so sein. Die nächste Größe ist wahrscheinlich diese kleinen Viererhäuschen. Moment. Genau. Die ergeben hier vielleicht wieder
So eine richtig geschlossene Ecke. Wie können wir das am besten mal machen? So, was könnte denn jetzt gut aussehen? Also wenn man es schafft, die richtige Mischung zu bauen, könnte das ewig so weitergehen, ne? Bis die ganze Map voll ist, aber dann hat man mit dem Verkehr zu tun, dann wollen sie alle wieder Feuerwehr und so. Es ist furchtbar. Ich wollte eigentlich ein paar Parks bauen, ne? Hier könnte bestimmt auch ein fetter Park rein. Machen wir überhaupt noch Plus? Wir nähern uns den 100. Wir nähern uns der Milliarde. So, also ich weiß wirklich nicht, woran das liegt, dass hier heute nur die Sonne scheint. Ich muss da demnächst nochmal gucken. Vielleicht habe ich doch jetzt nochmal die Wolken ausgeschaltet, aber eigentlich nicht. Vielleicht liegt es wirklich an dieser Grafikumstellung, aber dann muss ich ja sagen, dann lohnt sich das ja. Also auf jeden Fall für diese Map hier. So, und ich würde mich jetzt eigentlich ganz gerne mal um die Ecke da hinten kümmern, dass das hier nicht nur so eine trostlose Insel bleibt. Hier kommt unsere zusätzliche Hühnerfarm hin. Ach nee, kommt sie nicht. Es bleibt eine trostlose Insel. Das Einzige, was wir hier haben, ist Öl. Wir gucken mal nach, wie viel Öl wir brauchen. Öl ist hier. Also im Grunde genommen könnten wir hier einfach Bäume hinpflanzen. Unsere Brücke eine Kurve machen lassen. Und nach da drüben. Weil hier gibt es Hühner. Ach nee, wir wollen Weizen. Ne? Weizen war vorhin so krass gefragt. Nö, jetzt im Moment gar nicht mehr. Ja, so ein bisschen Weizen und Baumwolle. Ja klar, Hühner wäre ja hier total Schwachsinn. Wir können ja mal gucken, wie der Turm hier unten aussehen würde. Ja, sieht doch schön aus. Nee, ne, der macht unsere ganze Ecke kaputt. Oder ist er cool, wenn man den hier so sieht?
Er müsste eigentlich hier direkt auf die Autobahn. Ja, wenn wir das Polizeirevier hier rausnehmen würden, könnte er da vielleicht reinpassen. Ich würde sagen, so kann die erstmal bleiben. Müssen wir uns dann später nochmal angucken. Hier können dann auch Bäume hin. Stimmt, hier habe ich nicht weitergemacht. Hier müssen auch noch Häuserchen hin. Aber ich würde sagen, das heben wir uns mal fürs nächste Mal auf. Wir haben hier einen super Turm reingebaut. Im Dunkeln sieht es bestimmt ganz cool aus. Unsere super Skyline. So, schauen wir doch noch mal ganz kurz, was die Bäume so machen. Erstmal die Riesenanpflanzung hier drüben. Das sieht ja schon ganz dicht aus. Das sieht doch jetzt auch cool aus hier im Hintergrund. Also jetzt, wo ich das sehe, ne, jetzt habe ich schon wieder Lust. Jetzt hätte ich schon Lust, die ganzen Inseln auch im Hintergrund so ein bisschen zu bearbeiten. Aber ich meine, wir können ja oder wir kommen auf jeden Fall auch wieder zurück hier zu der Map. Können jederzeit weiter machen. So, hier sind die Bäume noch ziemlich klein. Mal gucken, hier drüben hatten wir als erstes angefangen. Überall ein paar Bäumchen mit dazwischen.
sieht doch auch schon ganz nett aus hier hinten. Das sieht toll aus hier, die kleinen Tannenbäume hier vom Wasser. Wir können auch mal schauen, wie es aussieht vom Wasser aus. Von hier hinten sieht es ja auch cool aus. Ich würde sagen, mit diesem Bildchen verabschiede ich mich mal für heute. Hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, wir gewöhnen uns langsam an den Regen. Nein, wir wollen hier immer noch weg. Wir wollen zur nächsten Map. Die Tannenbäumchen am Ufer sehen tatsächlich auch ganz süß aus. Was hier noch so ein bisschen fehlt, sind natürlich so ein paar Sachen wie Zäune oder so. Aber wenn man sich das jetzt hier so anguckt, reicht es eigentlich absolut. Gut, dann wünsche ich auf jeden Fall eine gute Nacht. Viel Spaß noch. Schaut euch noch was anderes Schönes an. Oder schlaft gut, so wie ich. Hoffentlich. Also lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und bis bald. Tschüss.